Wir sind jetzt hier an den Schaukeln und am Hochseilgarten, wo man hier rüberfahren kann an so einem Stahlseil. Hier bekommt man, wenn man stirbt, 50 Millionen. Das sind umgerechnet 3.300 Euro und wenn man permanent behindert wird, auch 3.300 Euro und 330, wenn man ins Krankenhaus muss, beziehungsweise schwer verletzt ist. Herrlich, einfach nur wunderschön. Also wer Geld braucht, sollte sich hier umbringen. Mahlzeug. Sieht man eigentlich den Sonnenbrand? Ich hoffe nicht. Der Tag war bis jetzt eigentlich nur Gegammel und Geränder. Jetzt wird massiv gefressen und gegönnt. Sie war bei der Massage und ich habe hier, naja, ja, also hart gearbeitet. Ja, und weil ich zu faul war, mich anzuziehen, habe ich dem Zimmerservice gesagt, er soll sich verpissen. Lul. Ja, sonst ist heute nichts Spektakuläres passiert. Wie gesagt, wir gehen jetzt massiv Fleisch essen. Was ich euch wirklich nochmal mitteilen wollte, ist... Ich muss übrigens sehr langsam laufen, weil mein Schritt sehr wund ist nach der Mopedfahrt. Habe ich mir am unteren Hoden einen unangenehmen Abszess zugezogen. Es eitert und trieft und schmerzt wirklich beim Gehen sehr stark. Ich habe jetzt auf ihren Rat hin eine Unterhose angezogen, habe mich eigentlich erst sehr dagegen gewehrt. Aber naja, früher oder später muss man sich seinem Schicksal leider fügen. Wir sind jetzt wieder im Black Stump Steakhouse, weil uns das letzte Mal so gut gefallen hat. Oh, der verdammte Fokus. Das Tomahawk Steak habe ich ja gefressen das letzte Mal. Heute gönne ich mir auf jeden Fall ein T-Bone Steak. Und zwar das Beste, was es gibt. Das Black Angus hier. Da bin ich ja mal verdammt gespannt. Hey. Übrigens, wenn man hier 6 Steaks kauft, dann bekommt man Merch gratis. Das gefällt mir. Oh, das war verdammt geil, wirklich. Wirklich Fleisch allererster Güte. Nee. Oh, wir müssen auf jeden Fall hier nochmal hin. Ich habe jetzt Tomahawk probiert, ich habe jetzt T-Bone probiert. Und beim dritten Mal wird definitiv das New York Cut probiert. Oh, feinstes Fleisch zum niedrigen Preis. Es ist mitten in der Nacht, es ist stockdunkel. Und hier ist eine Baustelle, aber man sieht leider gar nichts. Hier ist einfach wirklich eine Baustelle und die flexen und sägen hier rum. Und es ist überhaupt kein Licht an. Man sieht wahrscheinlich nichts davon. Es ist einfach nur wunderschön. Hier, hier. Jetzt geht's wieder los. Die Flex ist an. Irgendwo da flext jemand an dem Metall rum. Oh, im Stockdunkeln. Das ist einfach nur wunderschön. Rest in peace, Fredinger Flock. Und hier sehen wir die Müllabfuhr von Bali. Hier ist einfach nur ein Haufen Müll am Strand, den man angezündet hat. Und so wird man hier den Müll los. Ist das nicht wunderschön? Gut, man erkennt zwar kaum was, aber... Ja, doch. Ach, stinkt einfach nur ekelhaft. Gummo, 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 ihr kleinen Stricher, Alter. Ihr werdet nach diesem Vlog bei YouTube Incognito Spastico Country Fisting bei YouTube eingeben und suchen. Das ist ein alter Free Track, ein Song, von dem ich gerade einen massiven Ohrwurm habe und ich möchte, dass ihr den komplett anhört, Alter. Mein Wille soll geschehen.
Gummo. Wir fahren jetzt zum Gate of Heaven. Der Fahrer ist äußerst mager. Wie bitte? Der Fahrer kann kein Englisch angeben, das verstehe ich eigentlich nicht. Kannst du Englisch? Im Dienstleistungssektor? Wir haben nur 4 Stunden geschlafen. Drei. Ja, weil du die ganze Nacht gepupst hast. Ist schon klar. Zwei Stunden gepennt. Junge. Hier ist eine ganz andere Welt als bei uns im Süden der Insel. Aber ich muss wirklich sagen, es ist eine sehr schöne Gegend. Wir sind gefühlt so hoch, wie man hier sein kann. Junge, der Urwald. man darf so leider keine Drohnen verwenden. Schade, diesmal gibt es keine Aufnahmen aus der Luft. Huhn! Die Toiletten in solchen ländlichen Gegenden sind immer wieder geil. Man hat hier direkt so ein Becken mit Spülwasser und so einen kleinen Eimer. Und damit spült man dann seine Fäkalien hier runter. Und das Klopapier kommt hier in diesen Eimer. Alter, ist das widerwärtig. Diese Kleider, die wir tragen müssen, aufgrund der Gottesfurcht. Einfach nur schön. Wir sind jetzt da in dem Tempel, diesem wunderschönen Pilgerpunkt. Seht ihr diese Menschenmenge hier? Das ist eine Schlange, die führt dahin. The most Instagram-worthy place. Ja, und dann stellen sich alle dazwischen und machen ein Foto. Und wir jetzt auch. Ah, Junge, no Alter. Ja, no kissing. No Menstruation. Oh, nee, Alter. Alter, ein Doppelgimbel, ich fasse es nicht. Heilige Scheiße, Alter. Oh, stimmt, scheiße. Ach nee. Ja, man soll hier auf seine Wortwahl achten. Sorry, das war kein Disrespekt gegen den Allmächtigen. Übrigens, das Geheimnis dieser Fotos, ihr seht ja hier, ist ein ganz normaler Boden unten. Und die Fotografen da vorne, die halten einen Spiegel unter die Kamera, um das Ganze so aussehen zu lassen, dass da Wasser ist, wo sich das Ganze spiegelt. Das werdet ihr dann bei uns auch nochmal explizit sehen. Ach ja, du hast mich schon vorher aufgeklärt. Junge, dieser Ort ist wirklich eine Pilgerstätte. Das Foto machen, das ist ganz, ganz traurig. Okay, got it. Yeah. Oh, man, the long one. Next boy. Last boy. We'll be right back.
fertigen Bilder findet ihr auf unseren Insta-Darm-Accounts. Hier hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Die sehen wirklich verdammt geil aus. Ja. Trotzdem irgendwie komisch. Das ist mega weird, wie man da immer nacheinander wie so beim, als wenn man so abgestempelt wird. Das ist wie in einem amerikanischen Kaufhaus der Weihnachtsmann, wo sich jeder auf den pädophilen Schoß setzt und dann ja, seine Wünsche äußern darf. Morgen geht's schnurcheln und Mandarochen ärgern und mal gucken. Akkus sind geladen. Na, gib mal ein Statement zu allem. Es ist bisher eine wunderschöne Zeit. Bitte lauter. Ich freue mich sehr auf die nächsten Tage, aber ich bin auch sehr traurig, dass es in wenigen Tagen auch schon wieder nach Hause geht. Dieses miese Rattenloch namens Dresden. Bitte näher. Au! Was auf jeden Fall unbedingt nochmal gesagt werden muss, der Erwerb, ach Junge, der Erwerb eines neuen Objektivs ist dringend nötig. Nee, der Mindestwein-Merch sollte dringend mal erworben werden, falls das noch nicht geschehen ist. Und jetzt kann ich mit gutem Gewissen das Haus verlassen. Nee! Hey! Mahlzeit, meine Lieben. Ich habe hier mal was Feines gefunden, und zwar Kopi Luwak Kaffee. Wer nicht weiß, was das ist, gibt einfach mal Luwak Kaffee oder Kopi Luwak Kaffee einfach ein bei Google und schaut nach. Oder der ein oder andere, der pfiffig ist, der schreibt es mal in die Kommentare und klärt hier das Volk auf. Dann nehme ich mir jetzt auf jeden Fall mal eine Packung mit. Ich werde euch demnächst nämlich mal ein Video machen, wenn ich wieder in der Heimat bin, wo ich ein paar exotische asiatische Dinge probiere, und unter anderem wird es auch dieser Kaffee hier sein. Ich wollte gerade eigentlich noch etwas erwerben, und zwar eine indonesische Spezialität, was auch in China viel gibt, sind Vogelnester, also Schwalbennester, um genau zu sein, die zum Beispiel so aussehen. Ja, das sind wirklich Vogelnester. Die sind nur leider so unfassbar teuer, das ist mir echt zu viel. Also eine ganz kleine Schachtel dort, kostet ungefähr 200 Euro. Da lasse ich lieber die Finger von. Dein Statement zum Verzehr von Vogelnestern? Das ist VIP. Bitte etwas lauter. Das ist VIP. Das musst du dir holen, unbedingt. Ich verstehe das schon wieder übelst überhaupt nicht. Warum isst man sowas? Das kann man doch einfach aus seiner Scheune in der Ecke, da wo ganze Fliegen rum. Dingsen und dann. Da ich gerne alles ausprobiere, was es hier vor Ort gibt, habe ich mir jetzt bei Burger King mal ein Eis gegönnt. Junge, Junge, Junge. Und etwas Huhn. Aber das Huhn bei Burger King ist so unfassbar mager. Junge, da ist ja mein Pimmel, als ich 3 Jahre alt war, fetter. Morgen geht's schnurcheln und ich habe natürlich keinen Schnurchel zu Hause. Weil ich in meinem Leben das letzte Mal vor 2,5 Jahren schnurcheln war, und jetzt ist das nächste Mal. Eigentlich wollte ich auch keinen kaufen, weil ich mir dachte, ja, dort vor Ort gibt's was, aber jetzt wurde ich doch nochmal überzeugt. In dem Laden wollten die erst 650.000 Rupien haben, das sind 45 Euro für diesen Plastikmüll. Ich habe es runtergehandelt auf ungefähr 17 Euro und es passt nicht und es ist einfach nur Dreck und ich bin gerade richtig sauer. Ja, jedenfalls hoffe ich, dass es vor Ort morgen noch so ein Schnurchelzeug gibt, was ich nicht extra erwerben muss und was nicht schon 5000 Leute in ihrem ranzigen Hals hatten. Das war damals in Ägypten schon richtig ekelhaft. Aber naja, ich bin gespannt.